Unterdessen sind Peter Rothmeier und Arne Schneider auf dem Weg zum nächsten Einsatz in Köln-Port. Eine junge Frau ist sicher, dass ihrer besten Freundin etwas zugestoßen sein muss. Hören Sie mal auf, da an dem Fenster rumzufummeln, nicht, dass da noch was kaputt geht. Ja, ich habe sie angerufen. Nora Eckert ist mein Name. Ja. Ich habe Schreie hier aus dem Haus gehört und zwar wohnt da meine beste Freundin. Und ich habe wirklich Angst, dass da was passiert ist. Sind Sie denn in dem Aufzug jetzt hier zufällig vorbeigelaufen? Nein, ich wohne hier gegenüber. Oder haben Sie die Schreie da drüben hingehört oder was? Ja, und jetzt sind die Schreie aber nicht mehr da. Ich habe wirklich Angst, dass was passiert ist, weil, also eigentlich habe ich auch einen Schlüssel für das Haus. Aber jetzt nicht? Nee, den habe ich verloren. Und ich habe wirklich Angst, dass den vielleicht jemand gefunden hat und jemand eingebrochen ist, beziehungsweise mit dem Schlüssel reingekommen ist. Ja, verstehe. Machen Sie mal bitte Platz. Vielleicht kommen wir ja so ins Haus. War das Hilfeschrei oder was für eine Art von Schrei haben Sie gehört? Ja, also das klang schon bedrohlich. Ja, vielleicht, ich guck mal eben unter der Matte. Manchmal ist ja irgendwo noch ein Schlüssel versteckt oder so. Schieb hier noch mal hoch. Ist nichts, ne? Also, jetzt müssen Sie einmal weggucken. Sonst wissen Sie nämlich, wie die Polizei Türen öffnet, die verschlossen sind. Pass mal auf. Schreie, die plötzlich verstummen, heißen nichts Gutes. Hier heißt es, schnell zu handeln, denn jede Sekunde ist wichtig. Bleiben Sie mal draußen, bitte, ja? Hallo, ja. Die Polizei? Hallo? Hier ist nix. Hier ist nix. Zwiebeln, hier ist auch nix. Nee, erstmal sehe ich hier nichts. Wo gehen denn die Blutspuren hin? Das sieht so aus. Hier auf dem Teppich ist noch was. Jetzt wird es hier Richtung Bad gehen, oder? Wollen wir da gucken? Hallo? Die Polizei ist hier. Geh mal rein. Hier rein? Guck mal. Oh. Junger Mann. Ich rufe mal einen Rettungswagen. Ja. Arnold für den 1532. Wer sind Sie? 1532. Hier, wir bräuchten hier in der Einsatzörtlichkeit einen Rettungswagen. Hier ist eine Person mit einer tiefen Schnittwunde am linken Arm. Ja, richtig. Nachdem die Beamten erste Hilfemaßnahmen eingeleitet haben, entdeckt Peter Rothmeier die Jacke des Fremden. Der Name des 34-Jährigen ist der besten Freundin der Bewohnerin völlig unbekannt. Fraglich ist nun, was der Mann von der verschwundenen Hausbesitzerin wollte. Ich war hier im Haus auf der Suche nach der Lea Schuster und habe mir jede Ebene angeguckt. Im Schlafzimmer habe ich festgestellt, dass da relativ viel durcheinander geworfen war. Es sah erst so aus, als hätte einer die Schubladen geplündert. Das verhieß für uns auch nichts Gutes. Zur gleichen Zeit in Köln-Port. Ah, der RTW ist schon da. Ja, ja. Also außer ein Hamster habe ich jetzt nichts gefunden oben. Okay. Personalien haben wir. Jasper Braun heißt er. Ja. Wenn ihr was braucht, Ausweis habe ich. Wie sieht denn Ihre Freundin aus? Helle Haare, lange Haare, schlank. Wie groß ungefähr? Größer als Sie, kleiner als Sie? Ein bisschen kleiner, 1,70 vielleicht. Was ist das für ein Klingeln? Kommt da Klingeln her? Ich gehe mal von oben nach oben. Eigentlich merkwürdig. Also die Zeit steht Lea eigentlich nicht auf. Am Wochenende zumindest. Okay. Na gut, so früh haben wir ja nun mal jetzt auch nicht. Also. Was ist ein Handy hier? Also das Klingeln. Ja. Das Klingeln war wohl Ihr Handy. Das war jetzt vor einer halben Stunde eingestellt. Seitdem klingelt das anscheinend immer im Rhythmus von 5 Minuten. Also scheint sie wohl heute was vorgehabt zu haben, dass sie dann doch ein bisschen eher aufgestanden ist. Also um die Uhrzeit samstags morgens, so früh, was hat sie denn vor? Wissen Sie da irgendwie was? Normalerweise nicht. Das kann ich mir eigentlich nicht erklären. Da muss sie ja jemand erwartet haben. Also ja, wenn ich da sehe, drehen Sie sich mal um. Da liegt ein halbes Kilo Zwiebeln. Ja, also ich meine, wenn ich ein Mettfrühstück haben will, Brötchen sind da, die sind auch. Das war noch nicht so lange her, dass die gekauft wurden. Ja. 20 Minuten, also die. Ja. Entweder hat sie die vor 20 Minuten gekauft oder hat jemanden erwartet. Fehlt nur noch ein Tag. Mann. Okay. Ja. Einzig den Garten haben die Beamten noch nicht näher untersucht. Ausgerechnet hier finden Peter Rothmeier und Arne Schneider die mutmaßliche Tatwaffe. Oh, könnte das die Tatwaffe sein, wo der junge Mann mit angestochen wurde? Da sind immer noch Zwiebeln dran. Was ist das denn? Da steht doch jemand. Pass auf, da renne ich in die Klinge. Guten Tag. Hallo. Junge Dame. Ist sie das? Ja. Die ist überhaupt nicht ansprechbar. Junge Dame. Ist das Ihre Freundin? Das ist meine Freundin, ja. Die ist völlig in Trance. Die gießt ja die Blumen, ohne dass da Wasser rauskommt. Ich kann sagen, die tut nur sowas, wenn sie gießt. Junge Dame. Lea.
Hallo. Lea? Warte mal, ich hol mal direkt den RTW. Kommen Sie mal ein Stückchen mit. Kommen Sie mal mit. Vorsichtig, langsam. Einfach mitkommen. Kommen Sie mal mit. Ja, wir haben ja die Frau Schuster schlafwandelnd im Garten vorgefunden. Da muss man natürlich vorsichtig vorgehen. Wenn man die abrupt aus ihrem Schlafwandel entreißt, dann ist das schlecht für sie. Dann können sie da Traumata von behalten. Deswegen muss man sie sehr sanft aufwecken. Legen wir das Messer weg. Mir fällt gerade was ein. Ja? Ich habe mir ja schon mal so gesehen. Setz sich mal hier hin. Alles gut. Als wir klein waren, da ist sie schon mal schlafgewandelt. Setzen sich mal hin. Macht ihr das öfter? Ich weiß es nicht, ob das heute noch so ist. Als Kind, wie gesagt, ist es ein, zwei Mal vorgekommen. Ja. Und da war es eigentlich so ähnlich wie jetzt. Also ich würde zumindest das Outfit erklären. Ich meine, geschminkt hat sich jetzt auch nicht besonders gut, wenn sie ein Date erwartet hat. Und im Schlafanzug darüber ein Kleid. Das heißt, sie ist jetzt nicht wach. Die ist, schläft noch im Prinzip. Ja, so wie machen aus. Wir sie denn dann wach? Das ist der beste Trick. Ein bisschen mit Abstand, ne? Damit sie dich nachher schlägt. Ne? Ein bisschen so hinter der Schulter vielleicht mal rütteln. Okay. Ja, also reagiert gerade hat sie jetzt nicht. Ja, mach mal. Gute Frau, einmal wach werden. Rettungsdienst. Hallo, Lea? Sind Sie Lea? Wer sind Sie denn? Die Polizei ist hier und ein Rettungswagen. Hey, was ist denn passiert? Das wollen wir wissen von Ihnen. Hier lag ein Messer bei Ihnen in der Wohnung, ist ein Mann schwer verletzt. Mann? Ja. Bleiben Sie ruhig sitzen. Da ist er. Den jungen Mann, der war mit dem Messer er hat eine schwere Messerverletzung am Arm gehabt. Das Messer lag hier auf der Terrasse. Und Sie waren hier jetzt völlig schlafwandelnd im Garten. Ich kenne ihn aber gar nicht. Sie kennen ihn nicht? Nee. Können Sie sich denn an irgendetwas erinnern? Also ich weiß nur noch, dass ich gestern total lange wach war, weil ich nicht einschlafen konnte und dann auch super unruhig geschlafen habe. Aber mehr Sie können sich aber nicht daran erinnern, jetzt zum Beispiel das Kleid angezogen zu haben. Ich weiß nicht, Sie wissen es wahrscheinlich nicht, also in den Spiegel haben Sie nicht geguckt. Sie haben Lippenstift hier, aber quer im Gesicht. Schlafwandeln Sie öfter? Ja, das ist früher eigentlich mehr passiert, also eigentlich jetzt nicht mehr. Okay. Wann machen Sie das, wenn Sie unter Stress stehen oder gibt es da besondere Auslösemomente, wann Sie schlafwandeln? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Fragen wir mal Herrn Braun. Herr Braun, wie kommen Sie hier ins Haus? Ich bin reingekommen. Sie hat die Tür aufgemacht, hat mich gar nicht beachtet. Dann habe ich die Zwiebeln geschnitten. Ich habe die Brötchen auf den Tisch gemacht. Ich habe sie berührt und dann hat sie mich auf einmal angegriffen. Und Sie sehen ja, was dabei rauskommt. Die Frage ist ja, woher kennen Sie beide sich? Ja, wir schreiben schon so ein bisschen halt über so eine Dating-App. Okay. Und waren dann für heute verabredet, oder wie? Ich war mit einem Jay verabredet, aber er sieht ja gar nicht aus wie Jay. Jasper ist zumindest schon mal der Anfangsbuchstabe. Also, du hast mir ja einen Screenshot geschickt von Jay, also ich kann mal eben schauen. Aber, also, der hat jetzt wenig Ähnlichkeit. Zeigen Sie mal, ja. Das ist derjenige. Na ja, gut, wenn ich mir das vorstelle, wie sie Bildbearbeitung, dann würde ich das schon hinkriegen. Ist er das? Ja, das mit ein bisschen Fantasie und viel Bildbearbeitung filtern kann man das schon hinkriegen. Ja, ah, komm, aber wirklich. Also, ne, weit davon entfernt ist es nicht, das Bild. Die Frisur stimmt zumindest. Ja. Also. Jedenfalls klingelte Ihr Handywecker. Sie müssen sich schon darauf vorbereitet haben, anscheinend ihn zu treffen. Können Sie sich aber auch nicht. Ja? Ja, also wir waren verabredet, ja. Aber also Sie waren verabredet mit dem Jay und haben aber nicht mitgekriegt, dass Sie die Tür aufgemacht haben, weil Sie noch in Trance war. Der junge Mann will auf eine Anzeige verzichten. Nach diesem Vorfall hat sich die Schlafwandlerin Hilfe in einem Schlaflabor geholt.